Bevor wir ins technische Detail gehen, erzählen wir euch noch ein paar Fakten und vor allen Dingen ein paar Legenden, die sich um die CD ranken. Zuerst mal die Fakten. Die CD, wisst ihr alle, hat 74 Minuten Spieldauer oder 80 Minuten Spieldauer und ist nicht komprimierter Audioinhalt. Und das Datenvolumen einer CD sind 650 Megabyte oder 700 Megabyte bei den 80 Minuten und der Durchmesser ist 12 cm. Und wenn ihr euch jetzt noch an die Vinylzeit erinnert, eine LP hat 20 bis 25 Minuten Laufzeit pro Seite und hat einen Durchmesser von 30 cm. So viel zu den Fakten. Warum hat denn jetzt nun die CD gerade 12 cm Durchmesser? Da gibt es verschiedene Theorien. Die einen glaubhafter als die anderen, aber wir haben uns mal ein paar rausgepickt, die alle miteinander, denke ich, diese 12 cm ganz gut erläutern können. Ja, warum hat die denn eigentlich 12 cm? Ja, da gibt es jetzt verschiedene... Hat da jemand gewürfelt? Nee. Einstein sagt zwar, Gott würfelt nicht, aber ja, auch Sony und Philips würfeln nicht, sondern da gibt es verschiedene Theorien und Legenden, die sich um diese 12 cm ranken. Die eine hat zu tun mit dem Ludwig van Beethoven. Beethoven, 9. Symphonie, in der Interpretation von Wilhelm Furtwängler, 1940 der Dirigent der Berliner Philharmoniker, dauert 74 Minuten. Und wieso? Wer hat es jetzt hervorgekramt? Das war so, dass man sich jetzt fragen kann, also die 74 Minuten, ihr erinnert euch, CD, 74 Minuten. Der Morita war eigentlich Karajan-Fan und der Karajan hat die 9. in 66 Minuten gespielt. Flott. Ja, aber er hatte auch eine Frau, der Herr Morita. Und die war Furtwängler-Fan. Ja, dann ist wohl klar. Was? Und dann ist klar. Klar. Also, erste Legende. Erste Erklärung. Ja. Beethoven 9., 74 Minuten, Furtwängler. Ja. Ja, dann ist Philips hergegangen und hat gesagt, jetzt fragen wir doch mal unser Polygramm, weil die produzieren LPs. Ja. Was denn im Moment die LP mit der größten Laufzeit, mit der längsten Laufzeit ist. Und siehe da, es war die 9. Beethoven von Furtwängler. Also 74 Minuten. So, und die Schallplattenindustrie, wenn man die sich auch heute noch anschaut, mit der CD, ob Vinyl oder CD, ist egal, lebt eigentlich vom Album. Ja. Und ein Album einer Band oder einer Sängerin oder eines Sängers hat bestimmte Anzahl von Songs und hat eine bestimmte Laufzeit, nämlich in der Regel 40 bis 50 Minuten, auch heute noch. Und das kam natürlich von der LP. LP, erinnert euch, jede Seite 20 bis 25 Minuten und die Anzahl der Titel waren für die Schallplattenindustrie die Basis für den Absatz und den Umsatz. Genau. Und wenn man jetzt hergegangen wäre und gesagt hätte, ja, auf unser neues optisches Medium, da passen aber viermal so viel Titel drauf. Und machen die auch 30 cm groß. Genau. Und dann hätten sich die Leute... Die Verkaufszahlen entsprechend erniedrigt. Genau, du sagst es. Und ich denke auch, wenn dann statt 12 oder Titel 40 drauf gewesen wären, hätte sich die auch niemand mehr angehört. Ja. Ja. Ist auch für die Künstler schwierig. Ist auch schwierig. Weil ein Album mit 40 Titeln dann nicht. Richtig. Und last but not least gibt es natürlich auch einen technischen Grund, wie man sich für den Beethoven und Furtwängler entschieden hatte. Musste man natürlich sehen von dem Codierverfahren, das ich für die verlustlose Musikaufzeichnung auf der CD brauche, wie viel Platz brauche ich da? Und da kamen auch die 12 cm zustande. Also insofern gibt es viele gute Gründe und ich denke, die 12 cm sind alle so eine Summe,
oder das Resultat ist eine Kompromiss. Summe aus den ganzen Überlegungen. Überlegungen. Ja, und am 17. August 1982 wurde dann die erste CD bei Polygram in Hannover-Langenhagen gepresst. Aber nicht Beethoven die 9. Fort Wengler. Jetzt bin ich enttäuscht. Und auch nicht Beethoven die 9. Karajan. Muss ich mich umziehen? Ja, jetzt müssen wir uns umziehen, aber da reicht uns jetzt die Zeit nicht. Nein. Die erste CD war ABBA and the Visitors. Ja, ich meine, die Polygram, die waren ja nicht dumm und die Sony und die Philips auch nicht. Die wussten auch, dass sich Pop besser verkauft in höheren Stückzahlen als Klassik. Vor allem die Stückzahlen, die ABBA erreicht hat. Ne? Genau. Und deswegen war natürlich klar, die erste CD, die wollte man breit in den Markt bringen und da war Beethoven und Fort Wengler leider Gottes nicht der Winner. Die mussten halt ein bisschen warten. Richtig. Karajan hat dann die erste Klassik eingespielt, aber auch nicht Beethoven die 9., sondern die Alpensymphonie von Richard Strauss. Na klar, er wohnt ja in Salzburg. Ja, genau. Und der Claudio Arau am Klavier hat Walzer von Chopin eingespielt, was jetzt wieder auch eher passt, zu unserem jetzt passt Outfit wieder, ja, passt, ja, okay, ne? Gut. Ja, und in der Folgezeit entwickelte sich dann die CD zu einem Standarddatenträger, nicht nur für Audio. Ja, man muss dazu sagen, die Lasertechnik hat sich immer mehr verfeinert, also kurzwelligere Laser, damit man die Strukturen noch kleiner machen konnte und so. Und natürlich Datenreduktion ist dann angewandt worden und jetzt kommt dann die Geschichte, was man jetzt alles noch mitmachen kann. Ne? Genau, also nicht nur Audio, sondern auch Video. Jeder kennt die DVDs, die Blu-rays, die Spielfilme auf DVDs. Und natürlich ist das ein wunderbares Medium auch für die Computerindustrie gewesen als Datenträger. Man konnte weg vom Magnetband und hin zu einem sehr kompakten und leicht transportierbaren Datenträger. Und so hat die CD, oder man muss sagen, die optische Datenaufzeichnung im weitesten Sinne ihren Sieg Aufnahme und Wiedergabe, begonnen. Genau. So, und jetzt denke ich, gehen wir dann mal in die technischen Details und machen noch einen Rückblick, wie denn eigentlich die Grundlagenpatente ausschauen. Das ist bei Philips und Sony nicht vom Himmel gefallen, sondern da gab es ein Vorher. Genau.